Achtung, kurze kleine Vorschau. Heute werde ich euch zeigen, wie wir ein solches Aquarium bauen können, was ihr auch gerne natürlich nachbauen könnt. Und ich habe gedacht, weil das jetzt gerade so schön und idyllisch aussieht, werde ich nochmal hier ein paar Sekunden, und der 13 ist verschwunden, mitnehmen und das ein bisschen durchlaufen lassen. Ah, schön und episch, und das machen wir jetzt heute in dieser Folge. So, hallo und alle zu einem neuen Video, und heute gibt es mal wieder ein Video aus dem Snapshot. Und ich habe mir was überlegt, wie wäre es denn mal, wenn wir mit den kompletten Features, die wir jetzt schon haben, ein Aquarium bauen, und wie episch dieses aussehen wird. Das wird Thema der heutigen Folge sein, denn man kann so viel damit machen. Ich habe hier einfach mal eine kleine Fläche gemacht in der Welt, ist auch gar kein Meer in der Nähe oder so, auf einer Wüste genommen wäre vielleicht ein schöner Kontrast. Und hier bauen wir jetzt ein Aquarium, welches 20 mal 20 Blöcke groß ist, und da werden wir hoffentlich schön was reinbasteln können. Ich hoffe mal, dass es am Ende übelst episch aussehen wird und das Ganze, also viel kommt, glaube ich, von alleine. Was wir machen müssen, ist die Struktur setzen, und Fische und Algen und sowas, die machen das automatisch schön. Das wird dann weniger das Problem sein. Aber ich würde gerne mal testen, was wir da so alles machen können. Und dazu habe ich einfach mal so eine Fläche gemacht aus den Prismarinblöcken. Das heißt, wir werden mit diesen arbeiten. Mit dunklem Prismarine, mit den neuen Slabs, Stufen, alles Mögliche. Und da, ja, geht es halt erstmal drum. Als nächstes die Frage, wie machen wir das mit den Seiten? Nehmen wir blaues Glas oder vielleicht Zianglas, um das in Wasser zuzubasteln, müssen wir mal gucken. Und Seelaternen werde ich mit rein basteln, falls unten dunkel ist. Magmablöcke, dass da Blasen aufsteigen. Und oh, das wird übelst genial. Korallen können wir seit neuestem setzen, das ist auch nicht verkehrt. Und Kelp kann meinetwegen, Dried Kelp nicht. Aber da werden wir einiges basteln. Und ich würde auch mal loslegen und vielleicht mal den Rahmen von außen setzen. Fang vielleicht mal mit Glas an. Wir gucken mal, wie hoch wir es machen. Ich würde sagen, so ein 20x20 Ding, es darf ruhig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, darf ruhig 10 Blöcke hoch sein. So, und jetzt mache ich mal hier einmal außenrum mit dem Wasser voll, mit dem Glas voll. So, gesagt, getan. Geht eigentlich auch recht fix, wenn man es mit einem Command macht. Und ich bin da überlegen, soll ich erst die Deko rein oder erst das Wasser? Weil man kann ja auch unter Wasser ganz gut und entspannt bauen. Ich würde sogar mal sagen, ich mache zuerst das Wasser rein. Und da werden wir auch wieder den Fill-Command nehmen. Und ich werde da einfach mal Water reinpacken. Wir packen mal Water rein. Wir gucken mal, wie es ist, wenn ich direkt Water reinmache. Dann muss ich auch wieder in minus 20 gehen bis plus 20 und Water füllen. Nee, warte. Minus 19 bis plus 19. Wenn ich das nämlich weitermache, dann läuft es hinten raus. Und lass mal schauen. Verkackt oder nicht verkackt? Ja, verkackt. Ich habe ein bisschen zu viel hier gemacht. Aber das macht nichts. Dann gehe ich trotzdem nochmal hier hin. Und fülle das einfach mal wieder aus. Ah Gott. Natürlich haben die das hier nicht gemacht. Okay. So. Ja, so klappt das doch schon mal ganz gut. Und auf dieser Seite mache ich es auch nochmal weg. Und dann haben wir den großen Kanister mit Wasser. Und das wird unser Aquarium werden. So, da schon mal. Ah! Ich werde weggeschwemmt. Hey, gib mir eine Sekunde. Okay, ich habe mich dazu entschieden, doch Light Blue Stained Glass zu machen, weil das ist hier ein bisschen besser vom Gefühl her. Man kann ein bisschen besser reinschauen, deswegen habe ich gedacht, mache ich das einfach. Zum Glück können wir immer recht fix bauen mit unseren lieben Commands, einfach rein. Achso, nochmal von außen, das wäre halt das normale Glas und zack, das wäre das Glas, wie ich es haben will. Ja, damit kann man schon besser arbeiten. Okay, und dann haben wir das große Aquarium weitestgehend erstmal so fertig. Und jetzt kommen wir zum Inhalt. Und man kann hier drin richtig gut sehen, deswegen können wir auch so bauen. Das ist doch mal gar nicht verkehrt, wenn erst das Wasser drin ist. Okay. Also, könnt ihr sagen, was ihr wollt. Der Boden muss aber dann trotzdem aus Sand. Also Sand. Mach ich einmal Command und diesmal auch richtig. Ich muss halt 18x18 machen. So, und dann klappt das auch. Denn mit Sand sieht es hier besser aus. Denn, ja, idealerweise. Ich habe jetzt nochmal so am Grund des Prismarinen so gehabt. Oh, das passt. Okay. So, bodenmäßig haben wir Sand reingedonnert und jetzt können wir hier Korallen bauen, so kleine Riffe bauen. Und vielleicht würde ich auch so ein bisschen mit Prismarine, bin gerade überlegen, soll ich mit Prismarine Ruinen bauen oder soll ich mit dem Prismarine auch trotzdem noch so Hügel bauen? An sich ist der Prismarine nicht verkehrt. Ich würde sagen, so ein Prismarine-Berg gemischt mit
Korallen wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, und da darf ich halt mal gucken. Ich würde sagen, wir machen hier auf diese Seite so einen Berg hin, sage ich jetzt mal. Und da fange ich erstmal ganz an, ganz kurz hier unten mit der Grundform. Sowas hier, also hier soll ein Berg hinkommen. Ich werde hier viele Blöcke platzieren, deswegen darf ich hier ruhig mal ein bisschen Gas geben. Hier dürfen wir auch noch mal gerne eine kleine Erhöhung oder so hinmachen. Irgendwie sowas. Man darf ruhig außen rumgehen und gucken und hier was abgeht. Das ist aber die Vorderseite und da sollte vielleicht nicht so viel hinkommen. Und ja, jetzt darf ich hier mit weiteren. Oh lol, das. Was ist passiert? Oh, Schwimmmodus aussehen rein. Und hier baue ich jetzt einfach mal so ein bisschen. Hups. Bergig und hoch und keine Ahnung was. Ich fülle das auch fast komplett aus. Auch vielleicht kann ich hier so ein paar Löcher lassen, damit die Fische da durchschwimmen können und was weiß ich nicht alles. Aber da baue ich jetzt erstmal so einen kleinen Berg zusammen und Korallen kommen später drauf und so weiter und so fort. Und da, ja, ich leg mal los mit meiner Konstruktionsarbeit hier. Das kann ein bisschen dauern. So, dann als nächstes, ich habe noch eine Idee. Und zwar, wie wäre es denn, wenn ich mit Eisenblöcken einen Anker baue? Als ob der so runtergekloppt ist. Da werden die dann auch drum rumschwimmen, vielleicht, ne? Noch ein bisschen weiter nach vorne, so. Der ist so drei Blöcke breit, dann geht's nach oben. So, und dann können wir hier einmal so nach oben zeigen lassen. Der sollte auch nicht allzu groß sein. Vielleicht irgendwie sowas dann. Ja, doch, doch, kann man machen. Dann haben wir da ein kleines Ankerchen drin. Und von den Bergen, wie gesagt, die sollen nicht allzu hoch sein. Ich würde es erstmal so etwas kleiner lassen. Da kommen dann noch vielleicht teilweise ein paar Slabs und so auf den Boden, als ob die Steine ja so halb groß sind oder irgendwie sowas. Da kann man schön viel machen. So, und dann dürfen da gerne noch so ein paar Slabs zwischenzeitlich mit rein, auch aus verschiedenen Formen, Farben, die dürfen dann noch oben drauf, so ein bisschen. Oh, yes, das sieht gut aus. Dann, ja, ein bisschen wild drumherum verteilen, ein bisschen wild oben drauf verteilen. Das ist okay. So vielleicht und so vielleicht. Wir müssen halt gucken, dass man von außen dann gut reinsehen kann, weil noch da ein paar Prismarine drauf, da meinetwegen, hier meinetwegen. Hier drüben auch. Und einfach so ein bisschen nach Gefühl verteilen. So, ja. Ah, vielleicht da noch. Okay, ja. Die beiden vielleicht nochmal weg. Ja, jetzt haben wir es richtig schön verteilt hier. Okay. Und jetzt kommen wir zu vielleicht ein bisschen Ausleuchten mit Seelaternen. Oh, hier drin ist so richtig schön hell gerade. Wenn ich jetzt da rausgehe. Ja, von draußen ist nur ein dunkler Berg, Timeset 0. Man kann nicht wirklich viel schön sehen. Ich weiß auch gar nicht, ob man überhaupt irgendwas schön sehen kann, wenn man, ja, wenn man das so macht. Aber ich werde mal gucken, dass ich einigermaßen gut Seelaternen hier verteile. Und dass dann möglichst viel beleuchtet ist. Und ich würde die einfach komplett außenrum immer mal setzen, so ein bisschen verteilt. Ups. Dann da noch eine vielleicht, hier noch eine. Und jetzt schauen wir, ob das einen Unterschied macht oder ob das keinen Unterschied macht. Ja, ein bisschen Unterschied, würde ich sagen, macht's. Ein bisschen Unterschied macht's. Ich muss halt gucken, dass ja, wir das meiste mit ausgeleuchtet kriegen. Aber man kann halt so schwer durchgucken, das ist das Problem. Aber es ist schon mal besser als nichts, deswegen lasse ich das mal so. Ich glaube, am besten sieht es einfach eh von innen aus, sogar ohne Laternen wird es besten aussehen. Ich müsste die vorne eigentlich wegmachen, ne? Weiß nicht, ich habe das Gefühl, das stört so ein bisschen, aber. Okay, wir werden das Aquarium so bauen, dass wir von. Das von innen am besten aussieht, weil von außen. Ja, geht halt nicht. Man kann die so schön reingucken von außen, das ist einfach schade. So, geht das mal weg und jetzt, nächster Schritt. Wie machen wir weiter? Na gut, also, ich habe mich entschieden, wir machen weiter mit dem Soul Sand, beziehungsweise mit den Mag. Oder näher, ja, warte. Ich würde sogar sagen, Soul Sand vielleicht gar nicht mal Magma-Blöcke würde ich nehmen. Ich weiß gar nicht, ob wir Soul Sand überhaupt brauchen, oder? Na komm. Kann man vielleicht zwischenzeitlich auch mal machen. Magma-Blöcke sieht man halt mehr, die leuchten auch gleichzeitig noch aus. Und da kann man hier unten drunter so ein bisschen. Aha, da entsteht hier ein schöner Strudel. Da vielleicht noch mal und immer so ein bisschen punktuell so dazwischen, vielleicht da. Ja, yeah. Die kannst du auch etwas erhöht platzieren, das ist eigentlich ganz nett.
Die müssen nicht immer in den Boden mit rein, aber so, damit das hier so ein bisschen blubbert. Oh, yes. Vielleicht darf ich schon einmal einen draufsetzen, so, damit wir zwei haben. Und ja, jetzt überlegen, machen wir irgendwas auch mit Soul Sand? Weil Soul Sand würde ich, ja, Soul Sand würde ich vielleicht ein bisschen weiter vorne platzieren, damit das so aussieht, als wenn das Wasser so ein bisschen sprudelt einfach. Ja, komm. Ja, das ist nicht schlecht, würde ich sagen. Das sieht ganz angenehm gut aus. Dann kommen wir zu den Korallen. Ich finde die ein bisschen arg grell, muss ich ja sagen. Aber, ich würde mal ein paar platzieren. Also grüne fehlen noch, kann das sein? Ich nehme einfach mal mitten, dann gucken wir mal an. Verteilen wir die so ein kleines bisschen. Ich würde die nicht so arg krass verteilen. Ich würde die vielleicht zwischenzeitlich mal so ein bisschen hier setzen. Und vielleicht oben wächst nochmal eine drauf. Also so nur ein Block immer jeweils. Weil das ja doch schon recht... Ja, dass so eine direkt daneben ist. Vielleicht ein paar Blöcke ersetzen, so zwischenzeitlich. Weiß nicht, ob das so... Ich weiß gar nicht, ob die Korallen überhaupt so gut aussehen, ob die so gut passen hierzu. Weil das ist ja gar nicht mal so... ja, ich hab's ja schon gesagt in der Snapshot-Vorstellung mit den grellen Farben. Das ist ein bisschen krass hier. Ich würde trotzdem einfach ein paar setzen und dann... Ja, können wir hier so. Zack. Vielleicht hier vorne nochmal eine rote oder. Ups. Ja, dieses. Ah, dieses Schwimmen immer. So, und. Da nochmal eine violette oder so. Ah, da würde ich echt schon sagen, das ist echt grenzwertig. Was ist denn, wenn man in der Koralle vielleicht mal irgendwie sowas hier baut oder so? Einfach nur, dass das hier vorne so steht, so ein Ding. Weniger gut, ne? Ich hätte mal gesagt, dass man vielleicht noch in die Ecke mal so einen kleinen Haufen setzen kann oder sowas. Naja, das ist... Das beißt sich ein bisschen. Also ich würde es hier bei den Steinen lassen, weil Korallen sich halt auch an Riffe oder Steine dann eher... Und die bilden die Riffe oder setzen sich an Steine dran. Okay, das ist vielleicht etwas angenehmer. Jetzt, meine Freunde, kommen wir zum... Bone Meal, denn Bone Meal macht alles schöner, auch hier. Und da muss ich dann aber nochmal gleich erneuten und man kann nämlich auch auf die Steine hier Bone Meal setzen und dann wächst da ebenfalls drauf. Ich würde auch einfach erstmal komplett rumgehen, ja, also es ist ruhig schön vollgealkt hier. Eskalationsmäßig vollgealkt, vielleicht nicht ganz so hardcore viel. Ja, doch, das sieht doch schon gut aus. Von der Menge sieht das gut aus. Jetzt werden wir uns einzelne raussuchen, die groß sein dürfen. Also die können wir mal groß machen, das können wir mal groß machen. So ein bisschen verteilt und vereinzelt können wir ein paar Sachen an die Länge ziehen. Hier hinten vielleicht, aha, das sieht schön aus. Also einen großen Stein ist klein, dann nochmal ein großes Gras. Jep. Ja, da nochmal, da nochmal. Da nochmal, gerne ruhig auch vor dem Ding. Ah, den können wir groß machen. Na, ich wollte, na verdammt, zu viel. Ich wollte das unten lassen, aber das obere groß machen. Und das ebenfalls, ja doch. Und dann sieht das auch schon so aus, meine Freunde. Ah, vielleicht das nochmal in die Länge ziehen. Das auch nochmal... So ein bisschen Geschmackssache, soll so einigermaßen gleich verteilt sein, aber nicht zu übertrieben. Und jetzt brauchen wir jetzt noch das Kelp. Ich hoffe mal, dass wir das ebenfalls platzieren können. Ganz normal verboten. Ja, kann man. Dazu geht man einfach hin und dann... Na, okay, man muss es aber hier oben klicken. Dann weiter nach oben ziehen. Wie so ein Kürbis, brauchst du auch, wie so ein Zuckerrohr. Aber das wächst ja auch noch von alleine, ne? Das wächst mit der Zeit auch von alleine. Das ist ja die andere Sache. Da müssen wir aufpassen, dass wir vielleicht nicht ganz so viel machen. Ansonsten ist ja alles verhangen mit diesem Kelp. Aber da werde ich auch mal jetzt ein bisschen punktuell platzieren. Und dann zeige ich euch mal, wie es dann weiter aussieht. So, meine Freunde. Da das Zeug mit der Zeit ein bisschen wächst, würde ich es vielleicht so lassen. Und sieht das schön aus.
übelst viel Detail noch mit drin, so kleine Geschichten, Slaps noch drauf. Also ich habe jetzt keine Stufen leider verwendet, aber das ist ja auch egal. Und jetzt, meine Freunde, kommen wir zum Einsatz. Jetzt kommen die Tiere mit rein. Es sei denn, ich habe irgendwas Wichtiges vergessen. Also gut, was halt noch cool wäre, wenn so ein Dreizack vielleicht in so einem Block drin steckt. Also meinetwegen haben wir halt hier so eine Art Diamantblock und dann haben wir einen Trident oder sowas. Und der Block steht halt irgendwie hier so drin und dann hängt dann so ein Dreizack drauf oder so, das wäre noch schön. Ja doch, das wäre echt cool, aber der wird mit der Zeit verschwinden halt wieder. Außerdem haben wir hier oben noch Mobs drauf, die können wir weg. Monster und Achievement und wir haben schon den ersten Bewohner, nämlich ein Häschen. Das möchte auch mit ins Wasser, aber es ist okay. Jetzt kommen wir zu den Fischen. Und zwar brauchen wir die ganzen Spawn-Eier. Phantomen kann ich mir sparen. Ich werde einfach mal Salmon, Pufferfisch und Cod besorgen. Darf ich hier alle durchgehen? Turtle muss ich aber auch noch mitnehmen. Und Cod ist vielleicht... kann es wieder ein bisschen dauern. Tut mir leid. Okay, da habe ich ihn. So, da haben wir den Cod ebenfalls. Also, wie viele Schildkröten sollten wir am besten für diese 20 Dinger nehmen? Ich würde sagen, so 4 Stück oder so. Die segeln jetzt hier rum, ganz freudig. Bouncen durch die Gegend. Ja, ich würde mal 4 machen. 4 Stück. So, oder habe ich jetzt 5 gemacht? Ich habe 5 gemacht, egal. Dann sind es eben 5 Stück. Obwohl es tatsächlich ein bisschen viel sich anfühlt. Ja, vielleicht werde ich noch eine rausholen. Als nächstes kommen wir zu den Fischen. Und da darf ruhig auch saftig was dazu. Pufferfische waren, glaube ich, Einzelgänger. Aber da kann ich welche mal vor allem verteilen. Wenn da keiner in der Nähe ist, sind die super klein. Und bilden halt so Mini-Fischchen, die sich irgendwo hier verstecken. Das ist auch nicht verkehrt. Da darf man ruhig auch ein paar setzen. So. Und jetzt kommen wir zum Cod. Da muss ich gucken. Der darf halt jetzt in Schwärmen auftreten. Da darf ich ruhig ein bisschen welche platzieren. Ich hoffe, ich habe mich zu viele gesetzt. Ne? Ich wollte es halt dezent halten, aber ein bisschen, ja. Und halt Salmon. Ich finde, die sind irgendwie am deutlichsten. Ja? Davon würde ich sogar noch mal ein bisschen mehr nehmen. Einfach, weil man die am besten sieht, auch von außen. Ist halt schon... Ja. Okay. Jetzt ist das Aquarium ziemlich belebt. Ich glaube sogar, ich habe zu viele reingemacht. sieht halt doch sehr voll jetzt aus. Und von außen sieht sie wieder... Damit. Ich würde mal, wenn ich gerade dabei bin, eine Schildkröte entfernen. Und dann kann man mal so ein bisschen gucken, was am besten passt. Okay. Also eine Schildkröte ist weg und dann, ja. Ja, willkommen in meinem Aquarium. Ich glaube, ich habe übertrieben mit den Fischen trotz allem. Ich hoffe mal, es war interessant zum Zuschauen. Das ist jetzt so das fertige Ergebnis. Ich glaube, ich werde die Menge noch ein bisschen reduzieren, aber an sich sieht schon mal echt nice aus. Okay, ja, ab sofort kann man auch solche Dinger bauen. Und ich werde euch sagen, in jedem neuen, schönen, großen Projekt oder so, wenn man was macht, ist so ein Aquarium Pflicht, dass ich bauen werde. Und ja, da haben wir wieder einen neuen Baupunkt auf der Liste mit drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe mal, ihr habt jetzt auch Bock, ein eigenes Aquarium zu basteln. Wenn ja, schickt mir davon eure Screenshots auf Twitter, dann gucke ich mir das an. Und dann sieht man sich im nächsten Video. Bis dann, lasst krachen und tschüss.